Die Krise von Rapid nimmt immer gewaltigere Ausmaße an. Beim 0:5 am Donnerstag in der Europa League bei Villarreal legten die Hütteldorfer einen beschämenden bis bemitleidenswerten Auftritt hin, der für die kommenden Wochen nichts Gutes verheißt und die maßgeblichen Akteure um Erklärungen ringen ließ. In Dietmar Kühbauer etwa brodelte es ganz offensichtlich. Der Coach hatte nach dem Schlusspfiff Mühe, die Kontenance zu wahren. Ich mache es kurz, wir haben verdient verloren, aber jedes Wort, das ich jetzt sage, wäre nicht gut. Wenn ich mich in Rage reden würde, wäre das nicht gut, lautete die erste Stellungnahme des 47-Jährigen nach der dritten Niederlage im vierten Spiel seiner Amtszeit. Kühbauer hatte Anfang Oktober die Nachfolge von Goran Djurecin angetreten. Es folgten zumindest halbwegs passable Leistungen bei den Glasgow Rangers 1:3 und daheim gegen Mattersburg 1:0. Dann aber kamen nach der Länderspielpause die Blamagen gegen Hartberg 0:3 und Villarreal. Diesen Rückfall habe ich definitiv nicht so erwartet. Ich ziehe meine Schlüsse daraus, sagte Kühbauer. Kühbauer, egal ob Fahrradkette oder Fünferkette, eine Erkenntnis war, dass die Abfuhr auf mangelnden Mut und viele Eigenfehler, aber nicht auf die zur Pause wieder revidierte Umstellung auf eine Fünferkette zurückzuführen war. Wenn man nicht als Team auftritt, ist es egal, ob wir eine Fahrradkette, Vierer- oder Fünferkette haben, erklärte Kühbauer. Der Plan, das Zentrum zu schließen und den Spielraum von Villarreal-Spielmacher Pablo Fornals einzuschränken, wurde nicht umgesetzt. Viele Dinge, die wir besprochen haben, sind nicht eingehalten worden, meinte Kühbauer. Trotzdem verzichtete der Burgenländer auf eine öffentliche Abrechnung. Es wäre schlimm, jetzt auf die Spieler draufzuhauen, die am Boden sind. Ich muss Worte finden, die die Mannschaft verstehen wird. Für Villarreal war Rapid ein dankbarer Aufbaugegner, der keineswegs überragende und nach einer Viertelstunde von den eigenen Fans ausgepfiffene 16. Der spanischen Liga hatte seit Anfang Mai auf einen Heimsieg gewartet. In den 5 Ligapartien dieser Saison vor eigenem Publikum waren gerade einmal 2 Tore gelungen. Wir haben ihnen geholfen, dass sie wieder in den Fluss gekommen sind, erklärte Kühbauer. Sein Club sollte in Zukunft lieber einen großen Bogen um Spanien machen. Die jüngsten 5 Auftritte im Land des Weltmeisters von 2010 endeten ohne Torerfolg. Als negativer Höhepunkt blieb das 0:6 gegen Valencia im Februar 2016 haften, zumindest bis Donnerstag. Schwab, unverständlich, wie man so einknicken kann. Die Darbietung gegen Villarreal war möglicherweise noch erschreckender als jene im Mestalla und hinterließ einen ratlosen Kapitän. Wir sind eigentlich gut ins Spiel gekommen. Für mich ist es unverständlich, wie man nach dem 0:1 so einknicken kann, sagte Stefan Schwab. Villarreal CF vs. Rapid Wien, die Noten zum Spiel. Der SK Rapid Wien schlitterte am dritten Spieltag der Europa League bei Villarreal in eine herbe 0:5 Niederlage. Dabei hätte es sogar noch deutlich schlimmer kommen können. Die Noten zum Spiel. Richard Strebinger, Note ist gleich 4, hatte zu Beginn eine Schrecksekunde, als er sich zu viel Zeit ließ und Ekambi anschoss. Rettete vor dem 0:1 noch gut, danach war sein Tor allerdings verwaist. In der Folge bei den Treffern chancenlos. Mert Müldür, Note ist gleich 4, komplettierte die überforderte Verteidigung, die mit einfachsten Mitteln ausgehebelt wurde. Zu langsam für Ekambi, dazu mehrmals mit Stellungsfehlern. Mario Sonnleitner, Note ist gleich minus 4, hatte die Zentrale mit seinem Kollegen nicht im Griff und ließ immer wieder Lücken zwischen sich und Baratsch. Rettete immerhin einmal in höchster Not. Matteo Baratsch, Note ist gleich 5, rabenschwarzer Tag. Leitete mit haarsträubenden Ballverlusten Chancen ein, grätschte einmal sogar Sonnleitner um. Verkörperte die Verunsicherung der Mannschaft. Als Krönung gab es kurz vor der Pause auch noch ein Eigentor.
Gebolinguli, Note ist gleich 5. Über seine Seite akkumulierte sich ein Großteil der Angriffe. War wie seine Kollegen damit heillos überfordert. Konnte auch seine Offensivstärke nicht ausspielen. Marvin Potzmann, Note ist gleich 4, begann die Partie mit einem guten Vorstoß, der die einzige Top-Chance der Rapidler einleitete. Tauchte danach ab und hatte wenige Ballkontakte, ließ dafür aber auch lange über seine Seite wenig zu. Blieb zur Pause in der Kabine. Dejan Ljubicic, Note ist gleich 4, sehr unauffälliger Auftritt im Mittelfeldzentrum. Erstaunlich zweikampfschwach, gewann nur 16% seiner Duelle. 95% angekommene Pässe lassen sich auch mit vielen Querpässen erklären. Stefan Schwab, Note ist gleich 4, etwas auffälligerer Auftritt als sein Partner Ljubicic. Hatte die ein oder andere gute Aktion, insgesamt aber freilich zu wenig. Spielte die meisten Pässe seiner Mannschaft, gewann die Hälfte seiner Zweikämpfe. Thomas Murk, Note ist gleich 4, furchtbar schwierig zu benoten. Hing komplett in der Luft, konnte seine Stärken in keiner Phase ausspielen. Führte immerhin 10 Zweikämpfe, gewann 40% davon. Veron Berisha, Note ist gleich 4, sogar noch schwächer als seine Offensivpartner, weil noch mehr abgemeldet. Ihm können heute maximal Bemühungen bescheinigt werden. Er litt in Minute 60 eine Kopfverletzung, musste ausgewechselt werden. Deni Alla, Note ist gleich 4, war im Sturmzentrum auch irgendwie zu bemitleiden. Ließ nach 10 Minuten eine Top-Chance aus. Gewann 50% seiner Zweikämpfe. Steht bemüht, aber abgemeldet. Andrei Ivan, Note ist gleich 4, kam zur Pause für Marvin Potzmann, um für mehr Durchschlagskraft in der Offensive zu sorgen. Dieser Plan ging nicht auf. Hatte die wenigsten Ballkontakte aller Rapidler. Ein Schussversuch in Minute 90 wurde gehalten. Manuel Thunwald, Note ist gleich 4, kam in der ab 60. Minute in die Partie und war gleich mittendrin im Chaos. Kam nicht hinter Costa hinterher, stieg dann auch noch im Strafraum aus, was das 0:4 ermöglichte. Christoph Knassmüller, zu kurz eingesetzt. Das Muster des Einbruchs nach einem Rückstand wiederholte sich bei Rapid zuletzt sehr oft. Ich kann mich fast nicht erinnern, wann wir es zum letzten Mal geschafft haben, ein Spiel zu drehen. Bei uns ist es leider oft der Fall, dass wir bei einem Gegentor kopflos werden und wegbrechen. Wenn wir dann so einen Gegner wie heute erwischen, wird das noch härter bestraft, ärgerte sich Schwab. Dann muss man so verteidigen, dass man kein Debakel kriegt, aber nicht einmal dazu sind wir imstande. Dennoch verzichtete der Mittelfeldspieler sowie Kübauer auf namentliche Schuldzuweisungen. Jedes Wort, das ich jetzt sage, bringt eh nichts. Die Öffentlichkeit nimmt es eh so, wie sie es nehmen will, und uns hilft es auch nichts, kreuz und quer herumzuschießen. Wir wissen, dass es zuhauf Probleme gibt, die wir intern lösen müssen. Es bringt nichts, irgendwen an den Pranger zu stellen, die Leistung im Estadio de la Ceramica empfand Schwab als Schmach. Das Spiel in Hartberg war schon ein Tiefpunkt, jetzt ist noch ein größerer. Sollte der Sinkflug nicht gestoppt werden, droht schon bald noch größeres Ungemach. Am Sonntag geht es für den Tabellenneunten daheim gegen das nur 3 Punkte entfernte Schlusslicht Admira, danach warten binnen 5 Tagen die traditionell ungeliebten Auswärtsmatches gegen den WRC Cup und Alltag Bundesliga. Werbung, Werbung.